Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 3 Let's Play hier auf dem Unigelände mit Anita und Gloria und allen anderen, die irgendwie absolut nicht ausgeschlafen sind. Warte mal, wann musst du eigentlich zum Unterricht? In 6 Stunden. Das heißt, eigentlich könntest du eine böse Dusche nehmen. Hier erstmal was essen. Du könntest auch erstmal was essen und du könntest erstmal was essen. Oh, Mist, was stand da gerade? Okay, er muss in 2 Stunden zum Unterricht. Es wäre dann halt auch nicht schlecht, hier zu sehen, dass er sich auch nochmal duscht. Und eventuell hier aufs Klo geht und warte mal, was machst du? Du könntest eigentlich auch, nein, du brauchst da nichts. Ah, du bist überhaupt nicht ausgeschlafen. 6 Stunden. Okay, warte mal, du schläfst einfach mal weiter. Da wäre ich voll dafür, gell? So, 8 Freunde finden. Bett machen, böser Traum. Toll, jetzt ist das Essen auch ekelhaft geworden. Echt jetzt? Wie kacke ist das denn? Ja, toll. Entschuldigung, Ben. Tut mir leid, wenn du jetzt eine Lebensmittelvergiftung hast. Das wollte ich nicht. Logische Trugschlüsse, die man tatsächlich glauben kann. Aha, okay. So, Alexandre isst oder hat gegessen. Du möchtest sporteln und Alexandre verliebt umarmen. Schlafen bis 6 Uhr. Nee, das lassen wir mal. So, Gloria. Das wirst du bitte nicht mehr essen. Reste essen. Klebrige Carbonara. Ich glaube, wir können das einfach mal hier öffnen. Ja, ich weiß, dass die schlecht ist. Und wir hauen das einfach gleich weg. Weil das ist ja, das hat ja, das ist ja schwachsinnig. Das ist, ja. Nee, das ist schwachsinnig. So, du schläfst. Aha, du legst dich auch nochmal rein. Sehr schön. Ihr könnten sich eigentlich alle noch mal reinlegen, gell? Wobei, du bist eigentlich eh recht gut ausgeschlafen. Was ist heute Mittwoch? Ach nee, bin 16 bis 18 Uhr. Nee, du sollst schlafen. Das Blöde ist halt nur, dass du so schlecht bist momentan. Tage bis zu den Abschlussprüfungen 9. Ja, irgendwie müssen wir das wieder zustande bringen. Irgendwie müssen wir das zustande bringen, dass du durchschnittlich schlafen, Kontakte knüpfen, das ruhig angehen, dass wir beim Professor einschleimen. Genau, das machen wir jetzt mal. In der Hoffnung, dass das irgendwie was bringt. So, was haben wir denn? Einfach nur im Unterricht erscheinen und aufpassen. Nicht mehr, nicht weniger. Hier wird nicht gebummelt. Du willst schließlich was lernen. Aha. Es schadet nicht, sich für eine bessere Note ab und zu ein bisschen anzubiedern. Aha, okay. Genieße stressfreien Unterricht und nimm dabei sogar noch etwas Wissen mit. Okay. Hol dir etwas Schlaf nach. Indem du zwar körperlich, aber nicht geistig im Unterricht teilnimmst. Ah, Textnachrichten sind viel unauffälliger, als wenn man im Unterricht quatscht. Ah ja, genau, das ist sehr unauffällig. Mhm. Der Meinung war ich auch schon immer. So, wenn du nach Hause kommst, machst du Folgendes. Du isst erstmal hier... Oh, warte, warte, warte. So wollte ich das eigentlich nicht machen. Du isst erstmal hier ein Stück klebrige Carbonara. Dann gehst du hier aufs Klo und gehst dann duschen. Und dann kannst du hier auch noch mal ein bisschen schlafen, würde ich sagen. Weil heute steht ja dann eigentlich nichts mehr an. Es ist Mittwoch und Mittwoch, ach wohl, doch, es ist... Scheiße. Das mit dem Schlafen wird nichts. Und ich glaube, das mit dem Essen und Duschen und so wird auch nichts. Scheißdreck!
Verdammt, warte mal, such dir einen Platz in der Stadt, um Straßenkunst anzufertigen. Kunst hat keine Bedeutung, wenn sie nicht von den Massen wahrgenommen wird. Öffentliche Gemälde erhalten die Kultur am Leben, weswegen die Fakultät alles daran setzt, Straßenkunst zu fördern. Für ein Wand- oder Bodengemälde gibt es daher Extrapunkte. Oh, aber ich kriege dafür keine Simoleons. Protest organisieren. Okay. Ja, aber zuerst, warte mal, habe ich da irgendeinen Zeitraum? Donnerstag. Ja gut, das könnte ich am Donnerstag da machen, ne? Wieso hast du eigentlich noch nicht gegessen? Okay, warte mal, du stehst jetzt mal auf. Kannst du hier auch nochmal was essen? Nee. So, aufstehen, Müsli. Dann wirst du jetzt nochmal, kannst du das nochmal lesen? Nein. Lernen. Wegen ihrer unbeliebten Natur. Also jetzt müssen wir mal gucken. Aha, du bist schon wieder so weit unten. Sie ist sowieso wieder rot. Aber du hast auch in 2 Stunden. Oh. Unterricht besuchen. Es scheint, Billie Jean Spears und Scott sind jetzt Feuer und Flamme füreinander. Ihre Beziehung erklimmt die nächste Stufe. Mm. Nice. So, und du gehst noch immer nicht zum Unterricht, oder was? Oh, warte, falscher Knopf. Also ich hoffe mal, dass das jetzt wieder funktioniert. Ja, gehst du jetzt dann zum Unterricht oder nicht? Hör doch mal auf, die Gedanken wegen dem dämlichen Ding zu machen. Hier beim Professor Einschleim, beim Professor Einschleim. Das wird wohl hoffentlich irgendwas bringen. Und du, genau, du bist jetzt gerade noch am Duschen. Das passt haargenau. Das passt haargenau. So, und du pennst dich jetzt noch ein bisschen aus. Sag mal, du hast doch eigentlich eine Unterrichts-, also ein Studium, einen Studienzweig gewählt. Musst du nicht irgendwann mal dahin? Also 8 Freunde finden, soziale Netzwerkefähigkeit, Athletikfähigkeit verbessern, Kamasutra-Fähigkeit verbessern. Alter, die Dame ist sehr ehrgeizig, obwohl das gar nicht mehr hier drin steht. Aber gut. Okay, es ist dann jeder beim Unterricht. Du wirst dann nochmal schwarzes Fritten Tagesjob angucken. Du wirst dich hier hinsetzen und lernen. Ah, okay, nein, warte, du wirst einfach das hier präsentieren und fertig. Und du, wie gesagt, bist dir der Beste. Wie können wir denn einen Protest organisieren? Warte mal, wir haben... Hallo? Hilfe! Haben wir hier irgendwo... Was, muss das nicht beim Rathaus gemacht werden? Ich weiß es nämlich nicht. Wirtschaft. Haushaltsausgleich, okay. Zusätzliche Fördermittel beantragen. Studienberater besprechen.
Wie kann ich denn bitte einen Protest? Jeder verfolgt einen bestimmten Zweck. Doch es besteht kein Zweifel, dass dein Sim den wichtigsten Zweck verfolgt. Organisiere einen Protest und vergiss nicht, Flugblätter in der Stadt zu verteilen, damit auch wirklich jemand kommt. Aha, okay, wie mache ich das denn? Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Anita ist jetzt fertig. Ist sie generell fertig für heute? Ich glaube nämlich nicht. Mittwoch wäre unlogisch. Okay. Anita, was mache ich mit dir? Er brennt fast ab. Chilabaka, Nufta. So, Tagesjob. Post sortieren. Nur ein Tag. Die Professoren haben eine nicht zu bewältigende Menge Post erhalten. Studenten werden gebeten, sie zu sortieren. Für jeden sortierten Brief erhalten sie einen Simoleon. Begib dich an den Ort, blablabla, Verwaltungszentrum, um das Ganze zu machen. Will ich jetzt erstmal nicht Lagerfeuerparty veranstalten. Andalorcus. Jimlor. Hibblorphus. Jeffrey Dean hat Gloria Hope zu einer bevorstehenden Saftparty eingeladen. Oho. Ist Gloria in Partylaune? 1930. Ja, ich komme. So, jetzt hören wir auf. Weil Anita möchte eigentlich selber hier eine Party veranstalten. Aber ich kann mir das hier... Ja, keine Ahnung. So, was ist jetzt? In 2 Stunden. Wir tun einfach mal hart arbeiten. Hart arbeiten. Was ist mit dir? Du gehst nach Hause. Oh, du solltest dich jetzt erstmal ausruhen, würde ich sagen. In 21 Stunden. Aha, da haben wir noch eine Vampir-Dame. Vampir-Treffen. Junge, du hast doch eh gerade einen Vampir getroffen. Dessen ist so schnell bei dir vorbeigerauscht, dass du ihn nicht gesehen hast. Du hast nur einen Hauch Luft gespürt. Ach Gott. Diese Sims. So, was willst du denn? Fußball spielen mit? Nee. Es ist so erfrischend, wenn einer meiner Studenten so wirklich fürs Lernen interessiert. Anita, mach weiter so. Oh. Wie, sind wir jetzt schon fertig? Neulich kam es vor einem Geschäft zu einer Auseinandersetzung zwischen Patty Honk und G. Joyce. Beide fanden es nicht lustig. Ja, alles kann man auch nicht lustig finden. So, Ben hat es ja für heute erstmal geschafft. Du könntest dann aber auch... Wo bist denn du überhaupt? Bist du überhaupt bei uns zu Hause? Ja, du bist bei uns zu Hause, passt. Das ist ein ziemlich lausiges Bett. Das hier dürfte besser sein. Du machst jetzt hier einfach mal ein Nickerchen. Lernen. Okay, warte mal, was muss er denn lernen? Achso, nee, warte mal. Fähigkeiten, Objekte. Genau, das wollte ich machen. Studierende der schönen Künste steigern ihre akademische Leistung, wenn sie ihre Straßenkunst, Malerei, Koch- und Gitarrenfähigkeit verbessern. Der Einsatz des Skizzenbuchs wirkt sich ebenfalls positiv auf ihre akademische Leistung aus. Okay, so, was wollten wir denn eigentlich machen? Straßenkunst wollten wir ja eigentlich auch noch mal ein bisschen machen. Die Frage ist nur... Wie setze ich das denn ein? Hä, habe ich den Beutel gar nicht? Rucksack aufsetzen? Ich habe den Beutel gar nicht.
Hier. So, Bodengemälde. Wandtecken. Das könnte ich eigentlich auch machen. Kleines Tag. Also wenn du fertig bist mit Nickerchen, dann kannst du das machen. So, was ist mit dir? Wenn du da fertig bist... Dann musst du aber auch erstmal hier nach Hause kommen und ein Nickerchen machen. Wobei, warte mal. Musst du dafür wirklich da ganz nach oben? Ich glaube nämlich nicht. So, Nickerchen machen. Harndrang. Hier, benutzen und dann kannst du dich auch nochmal hinlegen und ein extremes Nickerchen machen. Und dann solltest du dich eigentlich hier drauf konzentrieren. Genau, die Gelegenheit aus... Ja. Gut, was ist denn mit dir? Nickerchen machen, genau. Hier, Wahnsinn. Man muss kein Werwolf sein, um die Auswirkungen des Vollmonds zu spüren. Selbst ein gewöhnlicher Sim kann sich da schon mal etwas seltsam benehmen. Ah ja. Na dann. Ausgezeichnet, wunderbar. So, du machst dich jetzt erstmal fertig. Bla 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 bla. Genau, dann machst du das so dann, ja, Lagerfeuerparty. Dann schauen wir uns noch an, was so auf der Party von Jeffrey Dean, Textnachricht von Jeffrey Dean erhalten. Okay, weißt du was, wir stehen jetzt schon auf. Dann können wir... Dann können wir uns eigentlich eh auch schon auf die Party dorthin begeben. Hä? Aha, okay, ja. Teilnehmen. Bei Jeffrey Dean steigt in Kürze eine Saftparty. Da sollte Gloria Hope keinesfalls verpassen. Schön, dass du hier Saft trinken willst. Jetzt dachte ich... Wo ist denn das? Da? Hier, genau. So, mein lieber Ben, du weißt nicht, was du machen sollst, gell? So, und zwar wirst du jetzt einfach nochmal hier ein Abendessen servieren, Frühlingsrollen, dann Abendessen servieren, Gemüseburger, das wirst du jetzt einfach mal alles machen. Weil du musst ja auch was essen und sie muss was essen und du musst was essen und... Ah, warte mal. Ah, hat er jetzt schon sein Bild getaggt? Drum stand er wahrscheinlich da draußen, gell? Achso, nee, warte mal, hey. Küsse einen beliebigen Sim. Bei wem ist sie eigentlich dabei? Bei noch gar keiner Gruppe. Küsse einen beliebigen Sim. So, warte mal. Könnte man hier gleich dazwischen rufen? Kann ich die jetzt hier begrüßen? Ja, nein, vielleicht. Weiß nicht, hab Angst. So. Genau, du kochst erstmal, das ist sehr gut. Ja, und wo ist jetzt hier Jeffrey? J.
Jeffrey, mir ist egal, was andere denken. Ich finde dich heiß. Hm, toll. Also, es ist ja wunderbar, dass man hier auf einer Party ist, wo der Gastgeber gar nicht da ist. So, den begrüßen wir auch noch. Und dann muss ich Gloria jetzt erstmal hier betrinken. Gut. Und wie es dann aber weitergeht, werden wir dann das nächste Mal sehen. Aha. Eigentlich könnte es ja auch einen Kuchstand machen, ne? Genau. Naja. Gut, wie gesagt, ich werde hier jetzt erstmal einen Cut machen. Wir sehen dann in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht mit Gloria und dieser Party. Und ja, bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.